Wie schlimm ist das denn? Es ist so schlimm, dass es langsam anfängt schon zu jucken. Es brennt auch, gerade wenn du deine Hand einmal drauf tust, spürst du so ein inneres Feuer. Und wenn du rüberreibst, wird es nicht wirklich besser. Auch wenn du rüberkratzt, ist es kurz weiß wieder und dann fängt es wieder an rot zu werden und irgendwie Blut, was da durchfließt. Aber es ist unglaublich heiß. Deine Gewandtheit ist um einen Punkt gesenkt, sowohl von dir als auch von Gileon. Und ihr bekommt beide 1W3 Schadenspunkte. Komme ich jetzt mit, dass die drunter leiden oder der Hitze, oder bekomme ich es gar nicht mit? Ja, klar. Also ihr lauft alle irgendwie hintereinander, nebeneinander, auch auf dieser Linie, dieser Kette, die Novalis bilden, und ihr könnt euch auch weiter unterhalten. Ihr könnt das auch sehen dann. Ihr tragt diese Salbe auf euren Nasen und auf eure Hände. Das wird euch ein wenig schützen vor dem ärgsten Einfluss des Herrn Pragers. Eine Frage: Fühlt es sich kurzzeitig besser an, wenn ich kratze? Wenn du kratzt, fühlt es sich kurz besser an, ja. Dann würde ich vermutlich kratzen, dann müsste ich mir halt wirklich weh tue. Also ja, deine Krümel, ja, meine Arme, die jucken so, jucken deine Arme auf, du, das ist ja schlimm, Nein. meine Arme, die jucken so, jucken deine Arme auf. Nein, 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 ich kratze dich daran. Es kann, doch, das hilft, ich hab. Nein, 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 es gibt nur Narben. Ja, aber dann, also das hilft aber wirklich. Ja, aber dann dringt der Sand doch in eure Wunden ein und verursacht, nun ja, Wucherung. Das klingt nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Hier, cremt euch ein. Oh, lasst euch helfen, Kuss. Ja, gebt mal hier, ich creme mich ein. Ich würde ihn eincremen. Ja, und während du dann weißen Begleiter eincremst und der noch weißer wird, kann Omar schaut ein bisschen belustigt zu. Deine thulamidische Haut ist das selbstverständlich gewöhnt, auch wenn du nicht allzu oft in der Kom bist, aber zumindest ist deine Haut nicht allzu stark davon betroffen. Gilia selbst auch betroffen? Er braucht einen ganzen Moment, bis er quasi sich bemerkt. Leicht gerötet bisher. Ja, hier, nehmt diesen Tiegel und gebt sparsam mit um. Das ist mein einziger. Wenn ihr fertig seid, gebt ihn mir zurück. Kriegt eure Nase und eure Hände ein. Das gehört ganz bestimmt zur Prüfung. Ihr müsst euch Sorgen machen. In dieser Wüste wird uns keiner sterben. Nun sterben nicht, aber warum sollen wir jetzt unnötiges Ungemach zufügen? Nun, im schlimmsten Fall tragt ihr ein Zeichen mit euch, wo euch an eure Fehler erinnert. So könnt ihr sicher sein, dass ihr sie nicht nochmal macht. Oma, du bist hier. Oma, bist du hitzeresistent? Ja. Ja, habe ich mir gedacht. Und genau dafür ist die Creme da, um diese Fehler zu vermeiden. Wenn sie es gar nicht machen, dann ist das umso besser. Das war nicht hitzeresistent, aber ich bekomme einen halben Schaden von aus der Wüste. Also ich habe nicht den Vorteil Hitzeresistenz, aber ich habe den Sonderfertig Hitzeakklimatisierung das ja und das was gleiche dasselbe ist bringt. als Sonderfertigkeit, genau. Dann wird es nochmal Zeit, dass du dir den Vorteil nachkaufst. Nach 4 Stunden, die ihr dann eingecremt herumlauft, beziehungsweise 3 weiteren Stunden, könnt ihr das erste Lager aufschlagen. Mitten in der Wüste, nicht um euch herum, ist sonst nichts, alles sieht gleich aus und ihr habt doch noch kein richtiges Ziel vor Augen. Ja, hinter euch sind die Berge selbstverständlich kleiner geworden, aber ihr seid irgendwo, ja, mitten im Nirgendwo. Der Sand beißt, ihr spürt ihn auch unter der Kleidung. Es ist zwar angenehm, dass ihr den Sand aus den Sandalen rausschütten könnt und auch ein kurzes Klopfen gegen euren, ja, Kaftan oder was auch immer ihr anhabt, wird dann den restlichen Sand dann versuchen rauszubringen. Ihr schwitzt zwar, aber auch das ist. Würdet ihr dann noch richtige Lederkleidung tragen oder eine Rüstung? Unvorstellbar, noch mehr heißer. Ja, ihr baut so etwas wie kleine Zelte auf, mit Stecken, die dann nach oben gesteckt werden, grabt euch ein bisschen weiter nach unten, ein, sodass der Sand, der dann dort auf euch wartet, etwas kühler ist und ihr könnt euch dann tatsächlich in den restlichen Schatten werfen, während die Kamele euch noch so ein bisschen, weiter abschirmen. Und ja, während ihr euch dann so ein bisschen versucht zu erholen und heißer Tee ausgeteilt wird, könnt ihr spüren, wie die Haut
jetzt mittlerweile beginnt, oder die erste Hautschicht beginnt sich jetzt abzulösen. Und ja, die Creme ist so ein bisschen eingezogen, aber ja, zumindest bei Bauer Rogel und auch bei Gillion merkt ihr, dass sich die ersten Hautschichten zu pellen scheinen. Ja, ich rufe mich mal auf meine guten Ausmittel zurück und guck mal, was Heilkunde Wunden dazu sagt. Mir fehlen 4 Punkte. Was ist mein Hausmitteltipp, den ich für am sinnvollsten halte? Also bei dir im Mittelreich, gerade wenn du auf dem Feld stehst, frischer Quark, ne, so schön gerade aus der Kuh rausgedrückt, dann nochmal aufschlagen und dann frischen Quark reinreiben, das, oh, das ist richtig gut, aber den wirst du hier nicht finden. Und ja, wenn du hier keine Kuh irgendwo findest, na gut, du könntest die Kamele dir mal angucken. Ich guck mal, ob man die Kamele melken kann. Ja, würfel mal auf Tierkunde oder Abrichten. Du dir beides. Erst die Tierkunde und dann abrichten. In der Reihenfolge. Ja, wir müssen erstmal rausfinden, ob man das Ding überhaupt melken kann. 2 Punkte, kann man das Ding melken? Ja, du tastest ein bisschen und du merkst, dass beide Kamele, die er gekauft hat, auch einen vollen Beutel unten haben. Also da könntest du Milch rauszapfen. Ach komm, hier, wofür hat man denn Schicksalspunkt für abrichten? Natürlich. Ja, und deine Hände, du normalerweise müsstest du ihn aufwärmen, ne? Weil so kalte Hände an einem Euter, das ist überhaupt nicht gut. Aber so, du guckst sie kurz an, sind immer noch ein bisschen weiß eingecremt, auch wenn sich die Haut so ein bisschen ablöst. Aber du stellst dich dann an das Kamel und fängst an zu zapfen, stellst da so einen kleinen, Eimer hast du diesmal nicht, aber so eine kleine Schale, die von Priodu, diese Salbenschale, die ist sowieso schon leer. Hat er schön gekauft, aber jetzt, wo er für 3 Leute abgeben musste und die auch nicht gerade irgendwie, diese kleine Schale kannst du nehmen und dann zapfst du das da so ein bisschen rein und schöne Kamelmilch. Ja, dann würde ich das auf meine Haut auftragen. Quark werde ich vermutlich nicht. Glaube ich, dass ich daraus Quark machen kann? Kriege ich das hin? Also du kannst es ein bisschen aufschlagen, ja. Die Konsistenz wird dann, nachdem du es geschlagen hast, wird das immer ein bisschen härter. Und du kriegst ja jetzt keine Kamelbutter hin, das nicht, aber das ist zumindest so ein ja, also Butter ist es nicht. Nein, das ist so eine Art Quark, würdest du sagen. Und du kannst das gut auf deine Haut dann aufschmieren. Und dann zapfst du noch ein zweites Mal für Gillion, sodass der dann eben auch auftragen kann. Nur Pajo, du guckst so ein bisschen beömmelt dann in diese leere Salbenschale. Da wäre ich einen ganzen Dukat bezahlt. Er wird verarscht. Ihr müsst die Milch auftragen. Ich hab dir euch ein bisschen dicker geschlagen. Dann hält sie besser. Das hat meine Mama immer schon gesagt. Man muss nur die Milch gut auftragen. Dann geht das alles wieder weg. Ich riech mal dran und ich riech gar nichts, weil ich eigentlich schon gerufen habe. Kilian, wustert dieses weiße Zeug etwas? Hab Dank, aber ich verzichte. Schmeckt ganz ausgezeichnet. Frau Rogel würde es probieren, um dir zu zeigen, dass es nicht giftig ist. Es ist super, super lecker, weil super fettig, ne? Seid ihr sicher, dass ihr es nicht nehmen wollt, sonst esse ich's. Wir wollen es erst sehen, wie es bei euch wirkt. Ob es wirkt. Ihr seid sozusagen unser Versuchskamel, könnte man sagen. Ja, ich bin ja auch der alles trägt. Die Wüste wird benutzt. Ja, kannst ja dann so ein kleines Löffelchen nehmen und kratzt dann den restlichen Quark aus der Schale raus, den Gillion nicht haben wollte. Dann kannst du aber auch währenddessen zusehen. Bei dir ist es wieder schön kühl geworden und ja, Gillion pellt sich da fröhlich und munter, trotz dessen, dass er gar nichts da tut. Ihr sitzt da 4 Stunden im Schatten, aber seine Haut sieht gar nicht so gut aus. Aus dem anderen, also Zelte sind es ja nicht, es ist Zeltplane, die über euch gespannt ist. Ihr könnt aber zumindest aus der anderen Grube sehen, die Marftlis haben sich da wohl eine Wasserpfeife angezündet und es riecht nach Kaktus. Die haben sich wohl also irgendwie, ja, irgendeine Kaktuspflanze in die Wasserpfeife getan und rauchen da gerade. Die rauchen? Das ist seltsam. Und die haben wahrscheinlich zu viel Zeit. Naja, also jetzt müssen wir ja eh alle warten, weil es so warm ist.
Ich werde heute Abend einfach die Wüste bitten, mir etwas von ihrer Kraft zurückzugeben. Wir sollten die Verbrennung wieder heilen. Ja, also, ihr könnt die Wüste ja mal fragen. Vielleicht hilft die Wüste ja euch. Ja, glaube ich ja nicht, aber also, ihr könnt fragen, also, warum nicht? Oh, die Wüste ist unberechenbar, mein lieber Rogel. Sehr wahrscheinlich nicht, aber man weiß nie, was sie einem vorwirft. Nun, die Wüste ist vor allem Erz. Unbarmherzig, hart, aber auch in sich ruhend. Es ist nichts, was man fürchten sollte. Also, naja, also ruhend ist das hier ja nicht. Hier bewegt sich ja alles ständig. Also, gucken Sie mal. Guck mal, dahin sind wir langgelaufen und bei den ganzen Wind, ich sehe schon gar nicht mehr unsere Fußspuren. Wie ich sagte, die Wüste ist beständig. Ein so flüchtiger Eindruck wie unsere Fußspuren verbleiben hier. Aber bestimmt. Ständig ist doch, wenn alles so bleibt, wie es ist. Hier bleibt doch nichts so, wie es ist. Weil alles sich bewegt, oder bin ich? Oder nicht? Rayo, das musst du erklären. Julian lächelt nur. Ja. Er hat sicherlich eine Erklärung für sein merkwürdiges Verhalten. Wenn ihr euch ja von der Gruppe aber abends entfernt, solltet ihr in Rumpfwelle bleiben, falls irgendwelche Raubtiere herumstreifen. Glaubt ihr, es gibt hier Raubtiere? Es gibt überall Raubtiere. Naja, wir sind ja, es gibt definitiv Raubtiere. Aber die sind gar nicht so das Problem, denn auch wenn sie sich anpirschen, können sie doch gesehen werden. Vielmehr ist es das, was am Sand lauert oder über den Sandboden krabbelt, die Skorpione oder die Spinnen, auf die man achten sollte. Die sind viel gefährlicher. Also, wieso? Oh, weil die giftig sind. Also so bisschen giftig oder... Also es geht mir so schlecht, wie ich damals, als ich die Beeren gegessen habe, in diesem Busch, die ich nicht hätte essen sollen, wo ich dann... Da musste ich ganz übel speien, das war nicht schön. So giftig? Oh, ganz unterschiedlich, aber... Du kannst im Grunde davon ausgehen, desto kleiner das Tier ist, desto giftiger muss es sein. Also wenn ich einen ganz großen Skorpion sehe, dann ist er nicht giftig. Vermutlich. Das heißt es auch nicht unbedingt, aber davon kannst du ausgehen. Stechen lassen solltest du dich von beiden nicht. Wie groß werden denn Skorpione? Also ich habe schon mal gehört, was ein Skorpion ist, aber ich habe noch nie welche gesehen. So groß wie ein Schaf, also wie eine Ziege, mehr so wie ein Huhn. Zu Zeiten der Kopterminen wurden diese Wesen sicher noch bei Pferde oder größer. Aber jetzt? Mittlerweile findet man... Ich habe gehört, man soll vereinzelt noch welche von diesen Wesen finden, aber jetzt? Ratten groß? Kleiner? Ja, Ratten sind garstige Viecher. Nun kann man sie wahrscheinlich schwer übersehen, oder? Wenn sie Ratten groß sind. Das ist richtig. Also eine Ratte würde ich hier sehen. Guck, und die Ratten sind ja auch ganz grau. Ihr werdet normalerweise keine größeren Exemplare als die Rattengroßen hier finden. Aber die kleineren sind viel gefährlicher. Ja, wie klein werden die denn? Oh, schon ziemlich klein. So groß wie meine Hand? Oder einer. Wie meine Faust? Oder noch kleiner? Einige, die reichen vielleicht so groß wie dein Finger. Die sind besonders giftig. Sagst du. Du solltest dich von keinem von denen stechen lassen, Rokel. Ich sage dir nur, dass es so kleine gibt, dass du aufpasst und vor allem darauf achtest, wie du dein Lager errichtest. Ihr dürft alle mal eine Sinneschärfeprobe auf Hören würfeln.
Raido und Gideon bekommen es mit. Mittlerweile hat wohl ein kleiner Sturm aufgezogen. Es ist kein richtiger Sandsturm, aber ein Wind, der pfeift. Und der euch warmen Wind entgegentreibt. Aber ihr könnt fast so etwas wie ein Lied im Sturm erahnen. Als würde da sogar noch ein Text mitschwingen. Ihr könnt zwar nichts verstehen, weil da ist kein Gesang, aber eine Stimmung, die mit transportiert wird. Und so etwas wie von einer namenlosen Stadt im Zentrum der Wüste. Also es ist kein guter Gesang, sondern eher schlechter Gesang, oder? Gesang ist es ja sowieso nicht. Es ist, wie gesagt, nur ja wie ein Gefühl. Ein Gefühl, was dich erahnt. Aber ein namenloses Gefühl, also etwas Schlechtes, gehe ich davon aus, oder? Zumindest ist dieses Gefühl kein gutes, ja. Es fühlt sich so an, als würde diese Stadt nach neuen Bewohnern suchen, nach euch werben. Hört ihr das auch, Prayodur? Ja. Es klingt nach altem Übel. Wir sollten vielleicht einmal die Karawanenführer fragen und Gafta, ob er das schon mal gehört hat. Es klingt böse. Ey, was klingt böse? Hört ihr das nicht? Das Lied, das in diesem Wind mitschwingt? Ich höre kein Lied. Sag euch die Wüste irgendwas? Also da bin ich jetzt bei ihm, höre auch nichts. Etwas Böses ist dort draußen und ruft nach uns. Das Namenloses. Das ist doch etwas viel aus etwas Wüstensturm interpretiert, nicht wahr? Nun, wenn ihr es nicht hört, dann freut mich das für euch, aber vielleicht weiß unser Karawanenführer etwas darüber, dieses Phänomen. Wir sollten ihm auf den Grund gehen, wenn sich etwas Namenloses hier herumtreibt. Also wir können ja auf jeden Fall mal fragen. Ich meine, wir sitzen jetzt hier eh nur rum. Es ist übrigens fürchterlich warm. Eine gute Idee. Ich würde mal meine Sandalen schlüpfen wieder wahrscheinlich und mal über diesen brüllend heißen Sand zu dem anderen Unterschlupf gehen, rennen. Ja, du kannst auch wohl sehen, wie sie wohl gerade sowas wie einen Kochtopf zugange haben, der da ein bisschen klackert und die sind wohl gerade dabei, Hirse aufzukochen. Ah, Effendi, wir wollten euch gerade hören. Wollt ihr etwas Hirsebrei, ja? Kascha? Habt ihr das nicht auch gehört? Dieser Wind, der aufkommt, der von dem Bösen aus der Wüste singt. Ah, ihr solltet nicht darauf hören. Es ist nur Wind, Effendi. Kennt ihr dieses Phänomen? Ja, Effendi. Wir können das auch hören, aber ihr solltet darauf nicht achten. Nun, wie kann ich nicht darauf achten, wenn es von etwas Namenloses darin mitschwingt? Dieses namenlose Übel, so wie ihr sagt, es ist vor langer Zeit untergegangen. Macht euch darüber keine Gedanken. Weißt du, was sagt aber ein Gefangenstick? Du hast zurzeit, bis auf dieses ungute Gefühl, nichts, was kribbelt an dir. Keine Haare, die sich aufstellen, kein Jucken der Nase. Wenn, dann ist es weit weg oder vor langer Zeit passiert. Wie nennt ihr diesen üblen Wind? Habt ihr dafür einen Namen? Das ist ein Dras. Und wie lange gibt es dieses Phänomen schon? Seitdem wir hier sind. Seitdem die Novadis die Wüste betreten haben, gibt es diesen Wind und die Klänge. Und ihr habt niemals die Ursache festgestellt und die beseitigt? Effendi, Benny Alankra, sie wissen etwas mehr, aber die Oase ist weit entfernt und da werdet ihr von Fassa aus eine längere Zeit reisen.
Wir sind nach Süden unterwegs zum geheiligten Käft und der Schutz des Kalifen sorgt dafür, dass wir hier in Sicherheit sind. Hier sind keine, wie sagt ihr, Dämonen. Soll es in dieser Wüste nicht sogar Elfen geben? Ich habe mal einen Bard davon erzählen hören. Schwarze Genie, ja. Auch die soll es hier geben, Effendi. Vor allem bei der Oase von Alankara. Man kann alles in der Wüste finden, wenn man nur nachsucht. Sagt, dass man in der Wüste herumschreitet und sucht, ist so eine Erschöpflichkeit. Dann wird man am Ende genau das sehen, was man gesucht hat, kurz bevor man das Ende findet und ins nächste Reich übersteigt. Nun, der Wind lädt zum Philosophieren ein, aber er hat tatsächlich recht. Ihr könnt auch versuchen, auf einem Sandlöwen zu reiten, Fendi, aber es wird euch nicht gelingen. Nun, ich bin erstaunt, dass ihr noch nicht versucht habt, das Böse, das in dieser Wüste lebt, zu bekämpfen. Ist es euch bisher nicht gelungen oder wollt ihr es nicht tun? Effendi, wir sind wie gesagt weit weg von den Unbillen von Dras. Nun ja, aber andere eures Volkes vielleicht nicht und euer Herrscher müsste doch etwas unternehmen. Wie gesagt, wir haben unsere Brüder von den Beni Ankara im Norden. Sie wachen darüber, dass Dras nicht gehoben wird. Ja, da wir Straße weit im Norden ist, können wir wahrscheinlich erstmal nichts dagegen tun. Nun, wenn ihr mögt, dann ihr könnt die Geschichten von Filiasson nachlesen. Eventuell wird euch dann etwas klarer. Er war ein großer Held für euch, nicht wahr? Ich habe von ihm in Fassar gehört. Für uns? Wen meint ihr mit uns? Für euch Mittelreicher. Nun, er ist ein Abenteurer, ein Torwaller. Er ist kein Mittelreicher. Er ist weiß wie ihr. Nun, ja, das mag sein. Er ist sitzen geblieben. Was immer ihr sagt, er ist kein Mittelreicher, er ist Torwaller. Ein Herumtreiber, ein Pirat. Gleich wie ihr, Effendi. Ihr seid doch alle die Gleichen. So wie ihr wahrscheinlich. Uns betrachten wir euch auch als gleich. Es muss nicht immer stimmen. Da würdet ihr sagen, alle Moas sind gleich oder alle Mittelreicher sind gleich. Ich weiß nicht, was Moas sind, Effendi. Nun, Waldmenschen. Da habe ich auf den Sklavenmärkten Fassa habe ich den einen oder anderen gesehen. Waldmenschen. Schwarze Haut, ja, noch schwärzer als wir. Und in den Arenen habe noch der ein oder andere gekämpft. Ja, noch so eine Unsitte. Wie auch immer. Nur kümmert euch nicht um den Wind. Ihr solltet etwas essen. Und dann solltet ihr schlafen, Effendi. Die Reise ist noch lang. Und ihr seid noch jung. Vielleicht habt ihr recht, aber ich weiß nicht, ob ich bei diesem Wind schlafen kann. Aber ich will es gern probieren. Esst, Priodor, esst. Ihr werdet die Energie morgen brauchen. Könnt ihr es wirklich nicht fühlen, diese Bösheit im Wind? Vielleicht kann ich sie nicht fühlen, vielleicht will ich sie nicht fühlen. Aber er hat recht, es ist weit weg. Nichts, was uns jetzt hier Gedanken machen müsste. Ja, leider. Traurige Wahrheit des Abenteurerlebens ist, dass wir immer wieder auf Probleme stoßen, die wir nicht angehen können. Wir haben nun mal auch nur ein begrenztes Maß an Kapazität. Ich habe gehört, dass demnächst die Welt untergehen wird. Ist das richtig? Wir bekommen davon hier unter dem Fassar nicht viel mit, vor allem in der Kom, die immer gleich bleibt. Aber ist dem so?
Nun, wir tun alles, damit es soweit nicht kommt. Aber laut einigen Prophezeiungen ja. Und wie es bisher aussieht. Ihr müsst die Leute nicht immer so erschrecken, ihr müsst sie positiv beeinflussen. Und ich möchte die Leute zum Handel hin auffordern. Und nicht die Wahrheit schönreden. Wenn Caligan gewinnt, dann ist unsere Welt, wie wir sie kennen, verloren. Er wird nicht gewinnen. Ich habe gehört, dass der Kalif in Keft eine Freiwillige zusammentrommelt und sie auch in Richtung Süden schicken mag. Sie suchen nach Gotteskriegern, die mit Rashtul an ihrer Seite den Weg bereisen. Seid ihr deswegen auch hier? Wir reisen nach Süden, um genau dieses zu verhindern. Ja, der heilige Krieg. Aber das ist sehr gut zu hören. Ich hoffe, dass wir in Eft noch mit dem vielleicht eine Unterredung mit dem Kalifen erhalten. Nun. Wenn ihr es wünscht, mein lieber Priodur, vielleicht kann Musik etwas von der dunklen Stimmung des Windes vertreiben. Spielt er ein Instrument? Durchaus. Er holt eine seltsame Art Beinflöte hervor. Wenn ihr mögt, ich kann euch meine Naseklemme bringen. Dann könnt ihr etwas Nasenmusik machen. Oh, nein.